Die Zahl der Corona-Infizierten geht erfreulicherweise in Deutschland und in ganz Europa zurück. Wir freuen uns darauf, Freiheiten zurückzubekommen. Aber gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein. Auch wenn wir reisen beispielsweise, wir müssen dafür sorgen, dass die Reisewelle nicht zu einer neuen Infektionswelle wird. Und dazu soll das europäische Covid-19-Zertifikat beitragen, dass wir sicher reisen können, was wir im Europäischen Parlament gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission ausgearbeitet haben. Es gab dabei jetzt einen Durchbruch. Wir haben uns auf die Details geeinigt. Wichtig für meine Fraktion und für das gesamte Europäische Parlament war vor allem, dass man nicht nur dieses Zertifikat in der Hand halten kann, sondern dass es auch konkrete Rechte beinhaltet. Es kann doch nicht sein, dass man geimpft, getestet oder genesen ist und dann die Mitgliedstaaten willkürlich entscheiden, du kommst bei uns trotzdem in Quarantäne. Ein besonders schlimmes Beispiel in dieser Beziehung war die ungarische Regierung. Zu Beginn der zweiten Welle im Oktober gab es Einreiseverbote für Deutsche, auch für Finnen, obwohl die Inzidenz dort sehr niedrig war. Aber Tschechen, die ein Hotspot der zweiten Welle waren, durften weiter reisen, weil Viktor Orbán, der Ministerpräsident in Ungarn, ein Buddy, ein Freund von Herrn Babic in Tschechien ist. Das möchten wir nicht mehr erleben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es hier Klarstellungen gegeben hat. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, zusätzliche Tests zu verlangen, zum Beispiel, wenn es eine Mutation gibt und sehr intensives Infektionsgeschehen in einem Land, kann man sagen, die Leute können trotz der Zertifikat nicht komplett frei reisen, sondern müssen nochmal nachgetestet werden. Aber das darf nicht willkürlich sein. Das muss wissenschaftlich basiert sein und nach einheitlichen Kriterien. Das war uns wichtig. Jeder wird die Möglichkeit haben, dieses Zertifikat auf seinem Handy zu haben. Aber wer kein Handy hat oder das nicht auf dem Handy haben möchte, der kann auch das Zertifikat auf Papier bekommen. Wichtig ist, dass da ein QR-Code hinterlegt ist. Und dieser QR-Code ist verbunden mit einem System, wo man nachprüfen kann, dass das also tatsächlich stimmt, dass dieser geimpft ist, diese Person geimpft ist, genesen oder negativ getestet. Damit erhöhen wir die Fälschungssicherheit. Möglicherweise wird es am Anfang ein bisschen ruckeln und nicht jeder, der jetzt schon geimpft ist, wird direkt im Juni, wenn die Sache in Kraft tritt, das elektronische Zertifikat bekommen. Für diese Übergangszeit gilt dann auch noch der gelbe Impfausweis. Aber auf Dauer brauchen wir dieses elektronische Zertifikat, weil das mehr Sicherheit bringt und nicht so gefälscht werden kann, wie zum Beispiel der gelbe Impfausweis. Ich habe selber im Impfzentrum mitgeholfen und Impfausweise ausgestellt. Es ist ein Stempel und eine Unterschrift und wenn es gut geht, ein Aufkleber über die Charge. Das muss besser werden, denn sonst gibt es die Gefahr, dass massenhaft diese Impfausweise gefälscht werden. Ganz wichtige Informationen: Menschen, die abschließend geimpft sind, vollständig geimpft sind, bei den meisten Impfstoffen zweimal geimpft, bei Johnson & Johnson nur einmal. Natürlich können die in der Theorie trotzdem noch jemand anstecken. Aber diese Ereignisse sind sehr selten. Und ich habe als Medizinstudent im ersten Semester gelernt, seltene Dinge sind selten, häufige Dinge sind häufig. Und eine Virologin, Professor Sandra Ziesek, hat es schön ausgedrückt: Wenn es in der Hundehütte bellt, dann ist es meist der Hund und kein Zebra. Das heißt, wenn man geimpft ist, ist man normalerweise selber geschützt und man ist auch geschützt davor, jemand anzustecken. Und deswegen müssen den Menschen, die ausreichend geimpft sind, also entsprechend der Verordnung, entsprechend der Zulassung, zweimal bei den meisten Impfstoffen, danach 14 Tage Wartezeit, bei Johnson & Johnson einmal und 14 Tage Wartezeit, müssen diesen Menschen die Rechte zurückgegeben werden. Und dazu gehört auch die Reisefreiheit in Europa. Die Reisefreiheit ist wichtig. Sie wurde eingeschränkt wegen der Corona-Krise. Wenn wir das durch das Zertifikat in den Griff kriegen, dann haben wir die Gewissheit, dass die Reisewelle, auf die sich viele im Sommer freuen, nicht zu einer neuen Infektionswelle wird.